Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Trailer-Reaction-Video von mir. Und ja, was gibt es heute zu reacten? 12 Jahre Star Stable und der offizielle Trailer ist jetzt raus und da schauen wir uns natürlich an. Bevor das Video losgeht, abonniert gerne diesen Kanal. Falls es euch gefällt, lasst auch gerne ein Like und ein Abo, ein Like und ein Kommi da. Ich schaff's. Und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, denn bald gibt es auch neue Stallvideos. Denn meine Pferde sind am Sonntag wieder zurückgekommen und das heißt, ich kann wieder anfangen, ein paar Stallvlogs zu machen. Also wen es interessiert, kann gerne wieder vorbeischauen. Und das geht besser, wenn man abonniert ist. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir schauen uns den Trailer mal gemeinsam an und danach reacte ich halt. So. Also ich reacte jetzt zusammen mit euch und kommentiere es nachher. Das war richtig. Also, let's go. Okay. Sieht eigentlich ganz gut aus, ganz geil. So, so sieht man auch mein Gesicht. Ist praktisch, oder? Wir haben hier eine mega geile Jacke, muss ich zugeben. Neues Make-up könnte das sein. Die Jacke ist auf jeden Fall geil. Die hätte ich auch gerne. Hier haben wir auch neues Oberteil, könnte das sein? Auf jeden Fall sehen wir hier das Tanzen mit den Charakteren. Also, wir haben wieder den Ballenrennen. Ja, genau. Und ich kann heute nicht reden. Das ist unfassbar. Ballonrennen? Hühnerjagd. Ist das neu? Gab es das auch letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und hier sehen wir den wunderschönen Paint Horse bei der Schnitzeljagd. Oh, es sieht so geil aus. Ich freue mich schon auf dieses Pferdchen. Schaut euch das mal an. Der ist ja voll süß. Neuer Sattel, neue Trense. Okay, das ist ein neues Outfit. Okay. Mit Gamaschen. Sieht gut aus. Ich finde dieses Pferd einfach mega krass. Wie auch hier die Mähne einfach ein bisschen dunkler ist, wo es halt gescheckt ist. Oh, hier haben wir Zauber mit Mais. Okay. Hier sehen wir das Gratis-Pferd. Vom 10. Geburtstag, was man damals gratis bekommen hat, jetzt aber kostet. Und es kostet 950 oder 850, ich weiß nicht. Ungefähr. Hier haben wir auch einen Dartmoor Pony mit Alex hinten dran. Okay, wir können auch wieder mit den Leuten sprechen und rumreiten. Hier Küchlein. Schöner Helm. Ich mag den Helm. Die Fotostation ist mega, mega geil, weil da kann man sehr gute Thumbnails rausnehmen. Also drauf machen. Hier haben wir ein neues Outfit. Das hier sieht auch neu aus. Das hier. Ja, das hier auf jeden Fall. Sind das alles neue Outfits? Ich finde die geil. Okay. Okay, krass. Die sehen alle sehr gut aus. Ich hoffe, ich werde
nicht zu viele Star-Coins benutzen, weil sonst muss ich mir bald neue kaufen. Ja, okay, ich habe noch 4000 oder so, aber ich möchte sie nicht alle mit Klamotten, also für Klamotten benutzen. Hier wieder die Raketen und Spoiler-Alarm. Hier sind alle vier Soul Rider Pferde. Ich find's nicht so cool, dass wenn einer schon, wenn einer nicht Anne zum Beispiel befreit hat, Spoiler, sie trotzdem Anne auf dem Fest packen. Ich find's nicht geil. Also hier ist zum Beispiel, Spoiler, Concord ist groß hier und ich selber habe es auf meinen zweiten Account, also auf Nana Rainbow, nicht mitgespielt und hab's immer noch nicht erreicht. Und ich weiß halt, ich weiß halt nicht, dass Concord schon groß ist. Und das finde ich ein bisschen so, immer bei Star Stable Events. Also ist halt Spoiler. Und für die, die es nicht gespoilert haben möchten, ist das halt ein bisschen scheiße. Ja, hier tanzen wir. Das hier sind zwei Ponys. Zwei Dartmoor-Ponys. Oh, ist dieser Lipizzaner hier, der hier, den wir damals auch nur bei den Geburtstag? Nee, nicht Geburtstag. Tag der offenen Tür. Nee, passt nicht. Sieht halt so aus, aber ist nicht der. Okay, dann haben wir ja das Logo. Hier sehen wir ein paar Outfits. Wie sie so auf den unterschiedlichen Charakteren aussehen. Die hier ist auch geschminkt. Kenne ich aber nicht. Ja, okay. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf Mittwoch, denn wir haben wieder was zu tun. Neues Event, also neues Event. Ein Event, und zwar ein Special Event, weil es 12 Jahre Star Stable ist. Also, ist schon ein altes Spiel, wenn man so nachdenkt. Gibt es ältere Spiele, die noch funktionieren? Final Fantasy vielleicht? I don't know. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr drauf. Ich freue mich auch, dass wir es dann zusammen machen und zusammen erleben werden. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dabei sein werdet, weil ich mache YouTube sehr gerne und besonders, wenn dann jemand so ein bisschen mitmacht. Also kommentiert gerne eure Meinung zum Trailer und was ihr euch so wünscht für Mittwoch. Und ja, ansonsten kann ich jetzt noch nicht viel sagen, weil das Update ist halt noch nicht da. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, lasst uns das zusammen feiern. Falls euch dieses Video gefallen hat, aktiviert die Glocke, lasst ein Like und einen netten Kommentar da. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.